Guten Morgen, ich bin gerade auf dem Weg in den Stall und ich habe ganz kurz ein paar kleine Fragen an euch, denn es hat sich jetzt in der letzten Zeit ein bisschen was ergeben und jetzt ist die Frage, was ihr davon sehen wollt. Und zwar kommt nachher noch ein ganz normaler, regulärer Vlog, aber dieses Video einmal vorab, weil eine Sache passiert schon morgen. Es klingt jetzt so mysteriös, ist es aber gar nicht. Einfach nur, damit ich weiß, was ihr davon sehen wollt. Und zwar habe ich morgen machen wir Fotos den ganzen Tag mit einer neuen Fotografin, mit der habe ich noch nie vorher zusammengearbeitet, aber ich finde sie total sympathisch und ich mag ihre Arbeit sehr, sehr gerne. Das ist ja auch eigentlich das Wichtigste, aber on top of that ist sie auch noch sehr sympathisch. Und wir hatten vor ein paar Tagen ein Zoom-Meeting, wo wir drüber geschnackt haben, was so der Plan ist. Und jetzt wäre die Frage, was wollt ihr sehen? Wir werden Unterstützung bekommen im Laufe des Tages. Das heißt, wir können euch da ein bisschen was zeigen hinter den Kulissen. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt, irgendwelche Ideen, irgendwelche Gedanken, dann schreibt sie jetzt gerne einmal in die Kommentare. Dann habe ich noch zwei weitere Sachen. Und zwar geht es für mich nächste Woche von Mittwoch bis Sonntag aufs Hamburger Derby. Das heißt, wenn ihr von dort etwas Besonderes sehen wollt, dann schreibt es mir auch sehr gerne hier in die Kommentare, damit ich so ein bisschen Ideen sammle, was euch interessiert. Also ich meine, ich habe natürlich meinen eigenen Plan, also verstehe das nicht falsch, aber ich finde es immer ganz cool, wenn man eben dann nochmal so ein paar Ideen und Gedanken eben dazu bekommt. Und dann fahre ich die komplette Zeit von Freitag bis die Woche drauf Sonntag nach Aachen. Also ich bin die kompletten 10 Tage in Aachen. Ich bin sogar schon ab Mittwoch in Aachen, weil wir davor 2 Tage den Löstau-Dreh haben und den haben wir auf einem Gestüt bei München. Und dann lohnt es sich für mich nicht, wann reise ich denn an? Es lohnt sich für mich nicht, am 22. nach Hamburg zu fahren aus München, wenn ich dann am 23. wieder nach Aachen fahre. Das heißt, ich fahre direkt. Das heißt, ich bin sogar schon ab Mittwoch in Aachen und weiß gar nicht, was ich dann an dem Mittwoch machen soll, weil da ist ja noch gar nichts. Am Donnerstag ist ja auch noch gar nichts. Das heißt, ich habe wahrscheinlich so 2 Tage Urlaub. Und alle Leute, die ich in Aachen kenne, die arbeiten für Aachen. Und das bedeutet, dass da niemand Zeit für mich haben wird, weil ich alle ultra im Stress sind. Das heißt, ich weiß noch nicht, was ich da mache in der Zeit. Wahrscheinlich werde ich mich erholen von den Drehtagen, werde mich wappnen für die kommenden Tage. Und Aachen, genau das Gleiche. Erzählt mir gerne, was ihr sehen wollt, was euch interessiert. Vielleicht, welche Reiter ihr cool finden würdet. Ich bin sowohl fürs Derby als auch für Aachen bin ich von Pferde.de gebucht. Das heißt, ich werde auf den Seiten euch da mitnehmen als Redakteurin, als Content Creator. Und genau, und ich habe aber natürlich trotzdem noch Kapazitäten, auch meine eigenen Seiten zu bespielen. Und da nehme ich gerne euch mit bei allem, was euch interessiert. Von daher, sagt mir gerne Bescheid. Ich freue mich auf euer Feedback und dann sehen wir uns nachher in dem regulären Vlog von heute. Genau, bis dann.